Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind am Deich in Butschern wieder unterwegs und ich mache hier wieder einen Auftrag, denn ihr wisst es, wir fangen ganz weit unten an, haben wenig Bargeld, haben wenig Möglichkeiten, einen hohen Kredit und müssen uns hier ein bisschen mit Neben- oder mit Lohnerwerb hier noch etwas auseinandersetzen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir hier auf diesem Feld Mais ernten. Es gibt noch einige weitere Aufträge, denn wir sind ja schon im November und wir haben, das zeige ich euch gleich, am Hof auch schon mittlerweile die Silage aus dem Bunker rausgenommen und übertragen sozusagen in unseren Multifrucht, in unser Multifrucht-Silo. Einfach aus dem Grund, dann sind wir etwas flexibler, denn wir sind auch schon wieder mal in der Grasernte. So, ich fahre jetzt einmal noch um die Kurve. Und dann können wir den Helfer wieder losschicken. Was uns natürlich immer alles ein bisschen Geld kostet. Aber auf dem Hof sind wir ja auch noch am Arbeiten. Wobei, wir können hier die zwei Bahnen auf jeden Fall auch mal fahren. Denn ich fahre ja unheimlich gerne, ihr wisst es, mit Mais oder Sonnenblumen hier mit dem Drescher durch. Denn das lässt sich ja wesentlich einfacher koordinieren, hier besser zielen, wenn man hier einfach geradeaus fahren möchte. Ja, also, ich habe mittlerweile die Silage in den Multifruchtbunker oder in das Multifruchtsilo übergeladen. Da wird wir dann später auf jeden Fall im Winter dann schneller die Silage verarbeiten können. Denn wir sind am Hof ja wieder mal im Grasschnitt, das zweite Mal in diesem Jahr. Und Silage wird uns eben am meisten bringen. Ich habe auch in der Zwischenzeit die Möglichkeit gehabt zu düngen, denn ich habe wieder mal einen interessanten, schönen Mod gefunden, der auch nicht ganz so teuer ist, uns aber die Option gibt, wirklich dann zu düngen, zu kalken, weil das müssen wir auf jeden Fall dann jetzt dann machen. Mit dem können wir dann auch düngen, zum Beispiel mit Mist. Jo, denn darauf müssen wir uns auch ein bisschen verlassen, auch wenn in den Silos ja Material drin ist. Werden wir auf jeden Fall erstmal mit den Düngermitteln, die wir haben, arbeiten. Für einen Güllefass ist es leider noch ein bisschen zu früh. Aber wie gesagt, wir haben einen Düngestreuer, mit dem wir interessanterweise, und den Mod zeige ich euch dann auch gleich, auch eben hier bei uns jedenfalls parallel auch düngen können und kalken können. Und vor allen Dingen kostet das Gerät auch nicht ganz so viel. Und deswegen ideal hier am Anfang zum Einsteigen. So. In der Zwischenzeit, ihr erinnert euch vielleicht noch, habe ich ja ein bisschen Stütze verlangt von der Kommune, weil wir hatten ja so ein interessantes Phänomen mit unserem Mähwerk, das plötzlich abhanden gekommen ist. Und dieses ist mittlerweile auch durch. Ich gebe zu, es ist ein kleines bisschen mehr geworden als die 15.000. Ich glaube 16.600 Euro. Aber nehmen wir das einfach so ein bisschen mit als kleines Geschenk, als kleine Unterstützung von der Kommune. Aber in der Zwischenzeit müssen wir wieder auf eigenen Beinen stehen, soll also heißen. Wir müssen gucken, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen Geld machen. Ich habe es jetzt ein bisschen durchgerechnet, also im Großen und Ganzen. Hey, was ist denn jetzt los? Wir müssen ja die Bahn noch mitnehmen, wir sind in der falschen Bahn. Im Großen und Ganzen müssten wir ja eigentlich über den Winter kommen, zumal wenn wir jetzt dann die Silage verkaufen können. Das sind etwas mehr, glaube ich, als 120.000 Liter, irgendwas um die 300 Euro, denn wir spielen ja auf schwer. Das heißt, wir bekommen natürlich auch nicht so viel Geld und 330.000 haben wir ja noch. Ja, stehen wir bei der Bank in der Kreide und das kostet uns auch etwas mehr als, ich glaube, so um die 1100 Euro Zins jeden Monat. Also wir müssen schauen, dass wir zügigst von den Kreditzinsen runterkommen und das heißt jetzt natürlich, dass wir nicht gleich wieder investieren können. So, die Kühe liefern ja auch schon mal ein bisschen Milch. Also die ersten Liter haben wir tatsächlich jetzt auch schon verkauft bekommen. Das heißt, auch hier haben wir die Gerätschaften schon am Hof. Ups, komm, abwärts. Ja, das müsste doch gerade so passen mit der Bahn.
Genau, also wir haben im Prinzip alle nötigen Gerätschaften am Hof, mussten aber jetzt auch einige Geräte mieten. Das heißt, hier kommen dann auch nochmal jeden Monat knapp 1000 Euro dazu. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir eigentlich jeden Monat so um die 3000 plus minus, weil ja Gebäude und ähnliches, plus minus eben ja haben. Und November, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, 5 Monate mal 3000 sind 15.000. Also das, was jetzt hier auf dem Konto steht, ist dann schon fast weg. Und deswegen müssen wir immer schauen, dass wir so ein bisschen hier uns als Lohner verdienen und noch etwas Geld reinholen. So, und das heißt, wir müssen auch hier das letzte Korn noch einfangen. Sehr schön. Dann werden wir mal hier das Rohr ausklappen. Und dann können wir auf jeden Fall den Lohnauftrag schon mal abschließen. Ansonsten ist es einfach so, dass es im Moment noch nicht allzu viel zu tun gibt. Wir achten eben auf unsere Tierchen, dass es denen soweit gut geht. Es kommen ein paar Eier rein. Es kommt, wie gesagt, die erste Milch rein. Also insofern laufen die Produktionen schon an. Aber es ist natürlich spärlich am Anfang und wir werden keine großen Sprünge machen können. Und deswegen, wie gesagt, gibt es noch einige interessante, da schauen wir mal ganz kurz rein hier, interessante Lohnaufträge, natürlich wieder hier zum Beispiel Zuckerrüben. Und an der Stelle kleiner Tipp für alle, wenn ihr jetzt solche Lohnaufträge macht, nehmt und ihr habt ähnliche Lohnaufträge wie ich jetzt hier auf Feld Nummer 9 und Feld Nummer 1, dann nimmt man sich natürlich Feld Nummer 9, denn hier zahlen wir für die Gerätschaften 546 Euro, hier würden wir 744 zahlen und dann können wir eigentlich mit den Gerätschaften rüber tigern auf Feld Nummer 1 und können dann etwas günstiger natürlich die Sache abarbeiten und dort dann eben noch die Zuckerrüben und den Auftrag abarbeiten. Ja, ich weiß, ist vielleicht nicht ganz so koscher, aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier ein kleines bisschen durchschlagen, durchkämpfen und dann müssen wir eben auch so mal arbeiten. Hier ist übrigens ein interessanter Baumwollernteauftrag mit dem großen Maschinchen, mit dem modifizierten Maschinchen hier, mit dem Ropa, der eben hier einen Baumwollernter vorne drauf hat. Den gibt es übrigens auch, tada, für Zuckerrohr. Aber ich kann es euch jetzt schon verraten, in der nächsten Folge von der neuen Mini-Brunn unserer Alpen-Map, wo wir Zuckerrohr ernten werden. Ja, ihr habt richtig gehört, in den Alpen Zuckerrohr. Aber wie es dazu kam, schaut euch gerne die Folge jetzt dann an nächstes Mal. Da werden wir dann mit einem klassischen Zuckerrohrernter arbeiten. Allerdings auch ein kleines bisschen tricksen. So, dann haben wir noch 12. Feld Nummer 12, hier interessanterweise auch ein Baumwollerntner. Hier auch wieder mein Tipp. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie der hier die Baumwolle erntet, ob das dann in irgendeiner Form dann, also ich denke mal nicht, dass er einen Ballen macht, aber das große Problem bei Aufträgen mit Baumwolle und so einem Gerät ist auf kleinen Feldern ist, dass ihr manchmal hier die Baumwolle nicht rauskriegt und gerade mit diesem John Deere habe ich auch mal eine Folge gemacht auf der Neu-Mini-Brunn, muss ich sagen, ist ganz, ganz heikel, weil dann immer sehr viel Baumwolle im Gerät bleibt und wenn es blöd läuft, kommt ihr gar nicht mit genügend Baumwolle hier zum Händler und könnt den Auftrag gar nicht abschließen. Also wäre eigentlich spannend mal zu sehen, wie das funktioniert, wenn man mit diesem Mod hier arbeitet und dann hier die Baumwolle von Feld Nummer 8 aberntet. Wir schauen mal, ich mache mir darüber Gedanken. Ich mache mir jetzt erstmal hier das Maschinchen aus, springe rüber in den, was haben wir denn hier, einen 6230 und schmeiße hier das Motörchen an und wir fahren den Auftrag weg. Tja, zum Großhandel. Dazu fahren wir dann hier rechts mal hier zwischen den Feldern lang. Das hier ist übrigens Feld Nummer 1 hier links oder vor uns. Das ist Feld Nummer 1. Da sind die Zuckerrüben drauf. Und den Auftrag werde ich, denke ich, auf jeden Fall abarbeiten, weil da kommt ordentlich Geld rein. Und das Interessante ist auch, ihr seht es links unten in der Map. Da war ein Schlagloch. Dass, obwohl hier die Map-Grenze ist, wurde hier drüben vom Modder gearbeitet, vom Mapper. Und der hat hier also entsprechend Landschaft hingepflanzt, sodass es echt aussieht. Aber, ganz kurzer Test. Ja, wir stoßen hier an. Wir stoßen eigentlich... Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, weil vorne am Häuschen, da dürften wir eigentlich nicht weiterkommen. Ist ja interessant. Haben wir da irgendwo einen Bug gefunden? Einen Brain-Bug oder den Master-Bug. Ja, weil... Hä? Okay. Wir können zwar das Tor aufmachen und wir können...
Ja, normalerweise genau hier stoßen wir nämlich an. Und hier geht es nämlich nicht weiter. Witzig. Aha. Seht ihr, hier kommen wir nämlich nicht rum. Ja, da haben wir da hinten tatsächlich eine Stelle gefunden, dass wir hinter die Barriere kommen, hinter die Kollision. Okay, sei es drum. Nichtsdestoweniger können wir mit dem Land da hinten sowieso nichts anfangen. Das wollte ich euch nur einfach mal gezeigt haben, dass wir hier dann doch der Modder hier schön ausgestaltet hat. So, und weiter geht's mit dem John Deere. Hier vorne geht's links. Linker Hand haben wir die BGA. So, Dele. Und hier ist die Einfahrt zur BGA. Und wir müssen zum Großhandel und auf jeden Fall hier den Mais wegbringen. Ich bin mal gespannt, was wir als Boni bekommen. Denn, Freunde, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass wir eigentlich, was die Umweltbewertung angeht, bei 0 waren. Mittlerweile sind wir bei 8% plus. Wobei mich das jetzt aber auch ein kleines bisschen irritiert, weil ich glaube, wir waren schon mal bei fast 10%. Aber ich habe auf jeden Fall hier unser Feld düngen können. Düngen können. Und das hat auf jeden Fall was gebracht. Was wir machen müssen, ist auf jeden Fall irgendwann hier noch Kalk ausbringen, um den pH-Wert nach oben zu bringen. pH-Wert 12,7, Stickstoff 28,5. Aber hier sieht man es auch gut. Da müssen wir ein bisschen mal einen pH-Wert machen. Unkrautbekämpfung auf einer Grasfläche geht eigentlich nicht. Und Bodenbearbeitung will ich eigentlich auch im Moment noch. Ja, was soll ich da machen? Also jetzt extra grubbern oder so, kostet uns nur einen Haufen Geld und ist nicht notwendig. Also auf jeden Fall haben wir von 0 auf 8 unsere Umweltbonus gesteigert auf 8%. Und das wird sich ja hoffentlich jetzt hier auch schon ein kleines bisschen bemerkbar machen, wenn wir natürlich die Überschüsse vom Mais verkaufen. So, hier muss man mal ein kleines bisschen ausholen, sonst bleibt man hier an der Ecke hängen am Container. Und hier haben wir den Großhandel auf unserer Map am Deich oder unserem Projekt am Deich. Die Map ist ja die Butchern. Und abgeschlossen 931 und nochmal 73 Euro für die Umweltbewertung dazu bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir können diesen Auftrag jetzt abschließen. So, Ernteauftrag abgeschlossen, 2379 plus praktisch die 1000 nochmal extra. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall die Mietkosten für die Fahrzeuge hereingeholt und sind jetzt bei 17.984. Wir springen. Ja, der Kollege ist sogar schon fertig. Also ihr seht, hier haben wir unser Feld fertig. Dann können wir hier schon mal einräumen. So, vorne zusammenklappen. Hinten zusammenklappen. Dann bringen wir das Ganze weg und da vorne steht unser kleiner Johnny, unser Hof-Johnny. Und der wird jetzt dann gleich hier weiter schwaden. Schwadern! So, dann fahren wir mal hier rein in der Hoffnung, dass dann nicht wieder das Material verschütt geht. So, dann fahren wir hier mal rückwärts ran. Wie war das? Ich glaube, wir müssen es ausklappen zum Ablegen. Okay. Ja, die Halle ist ja schön groß. Aber im Moment haben wir noch gar keine Probleme mit dem Ablegen von dem Material. Von den Gerätschaften und den Maschinen. So, jetzt überlege ich aber gerade wieder mal, wo haben wir denn jetzt wieder unser Gewicht? Ich glaube, das steht draußen. Weil wir können ja jetzt dann schon mal den Ladewagen holen. Aber wir müssen erstmal den John Deere hier zum Laufen bringen. So, ihr seht es. Hier haben wir unser Milchfass. Wo wir schon einmal knapp 2500 Liter weggebracht haben. Und auch eine kleine Besonderheit, denn ich habe da lange ein bisschen getüftelt. Jetzt komme ich ja, glaube ich, komme ich da ran. Yep.
So, ich habe da ein bisschen getüftelt, wie wir hier nämlich am besten die Silage aus dem Bunker kriegen. Und natürlich eine Option ist, dass man mit dem Ladewagen einfach nur mal drüber fährt. Aber das war dann keine gute Option, denn was ich hier hängen geblieben bin und ich musste, glaube ich, 3 oder 4 Mal den Traktor zurücksetzen und beim Händler wiederholen, weil ich mich einfach festgefahren habe. Also keine gute Option. Dann habe ich verschiedene andere Dinge probiert und letztendlich bin ich auf die Förderbahn Technik wieder zurückgekommen, aber witzigerweise funktionierte kein einziges Förderband mit Silage. Man kann so ziemlich alles vom Boden aufheben, nur halt eben nicht, dass mit der Silage ging nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, dem Neumini-Brunnen haben wir so ein Förderband, um die Miste aus dem Schweinestall zu holen. Und dann habe ich diesen Mod hier gefunden, der ist tatsächlich in der Lage, hier vom Boden aufzuheben, kostet uns aber knapp oder würde 38.000 Euro, glaube ich, kosten. Das Maschinenge haben wir jetzt erstmal gemietet. Genauso wie diesen Düngestreuer hier, der in der Lage ist, Mist, Kalk und Dünger rauszuwerfen. Und auch dieses Gerät ist überschaubar, was den Preis angeht. Also auch eine sehr gute Investition. Und natürlich den Futtermischer, den teuren, den haben wir auch erstmal gemietet. Und das Förderbandsystem. So, Dele. Also das hier dazu. Hier steht er übrigens. Hier steht er. Der hier. Hat, glaube ich, auch so 6 Meter Arbeitsbreite. Nicht viel, aber für unsere Bedürfnisse, für unsere Anwendung mehr als ausreichend. So, ja, dann wollen wir mal rüber. Und zumindest mal schon in Position uns fahren mit dem Ladewagen. So, wir schauen aber noch mal ganz kurz rein, damit wir hier die Übersicht haben, was wir denn zum Verkaufen haben. Also 118.000 Silage, Liter Silage haben wir im Moment parat und das werden wir dann im Winter verkaufen. So um die 300, also gehe ich mal davon aus, dass wir etwas mehr als 30.000 dafür bekommen. Das wird uns auf jeden Fall ein bisschen helfen. Heu haben wir mehr als genug, wir haben noch ein bisschen Gras in Reserve. Und auch noch etwas Stroh, aber das müssen wir ja auf jeden Fall im Moment zukaufen und auch in nächster Zeit mit Sicherheit noch hinzukaufen. So, Kühe haben wir unsere 3 Holsten vorne am Deich sozusagen in diesem Tunnelstall oder wie man den nennt. Und dann habe ich hier nochmal welche dazu gekauft und ich hoffe, dass die bald auch Milch liefern. Also ein bisschen geht was, den Tieren geht soweit gut. Stroh haben wir genügend, sie produzieren Mist zum Düngen, Gülle auch. Aber leider, wie gesagt, da fehlt uns noch das Fass. Da warten wir auch noch bis zum nächsten Jahr, dann dürfte auch genügend Gülle da sein, damit wir wirklich hier effektiv unser Feld düngen können. Also ihr seht schon, es läuft langsam, aber es ist eben auch ein anderes Projekt, weil wir hier wirklich versuchen mal in schwer und mit nichts hier tatsächlich anfangen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier dann zurechtkommen und wie wir hier weiterkommen. Und vor allen Dingen habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir hier relativ klassisch arbeiten werden. Das heißt, eben mit den Standardfunktionen, die wir so aus dem LS eben kennen. Und nicht mit den Produktionen. Wir werden also die Güter alle direkt verkaufen und werden uns, wie gesagt, hauptsächlich oder überwiegend auf die Tierzucht verlegen und auf die Milch, einen Milchhof sozusagen betreiben und vielleicht irgendwann mal noch den Schweinestall dazu kaufen. Aber ich glaube, da wird es ein bisschen länger dauern, bis wir da wirklich so potent sind finanziell, dass wir dann auch in diese Richtungen arbeiten können. So, Dele. Da haben wir schon mal ein bisschen vorgearbeitet, haben wir schon ein bisschen Schwart hingelegt. Ja, da müssen wir ein bisschen um die Kurve und dann hier lang und dann werden wir das Material hier aufnehmen. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall erstmal mit den Gerätschaften ausgestattet. Das muss einfach erstmal reichen für die nächste Zeit und die Grasbewirtschaftung wird natürlich unser Hauptaugenmerk sein, eventuell eben noch ein weiteres Grasfeld hinzuzukaufen, damit wir noch mehr Silage produzieren können. Ich denke aber, dass wir dann früher oder später auf jeden Fall versuchen, uns ein Fermentersilo, ein Stehsilo dann auch zu kaufen, denn das mit den Bunkern ist zwar alles schön und gut, aber macht natürlich unheimlich Arbeit. So, Dele.
Denn wenn man halt eben nicht die richtigen Traktoren, Schlepper hat dafür, dann ist das doch eine mühselige Geschichte. So, dann fahren wir hier gleich rückwärts, weil zu weit will ich auch nicht. Dann können wir das nämlich gleich mal verdichten hier. Genau, genau, genau. Wobei ich ja persönlich wirklich die Durchfahrsilos lieber habe als die Kopfsilos oder wie nennt man sie? Die Keilsilos. So. Weil gerade beim Verdichten lässt sich dadurch natürlich wesentlich leichter arbeiten, weil man eben mit dem Anhänger auch durch kann. Jetzt springen wir rüber, machen noch mal ein bisschen Schwarz mit dem kleinen Johnny. Und dann können wir nämlich auch schauen, dass wir den losschicken können mit dem Helfer. Ja, ihr seht es hier unten, die Bodenwerte pH ganz, ganz schlecht. Aber es ist halt so, nicht wahr? Also, los geht's. Ach, der war schon unten. Dann noch einmal ein Vorgewende, ein Vorgewende, einmal außen rum. Ja, und hier seht ihr es. Also, ich habe mittlerweile das Schild der Kommune abgebaut. Wir kriegen also keine zusätzlichen Gelder mehr. Und da können wir auch mal ganz kurz reinschauen. Und zwar, ich habe mich, um ehrlich zu sein, ein kleines bisschen gewundert, warum hier so viel Geld auf dem Konto ist. Einnahmegebäude, bis es mir dann wieder gekommen ist, dass wir hier einen kleinen Deal mit der Kommune hatten, wegen dem Ausgleich oder dem Verlust durch das Schneidwerk oder das Mähwerk. Und da haben wir eben diese 5250, die 8,4 und die 2,8 dann noch im November. Und das macht, hat etwas mehr als 16.000 gemacht. Okay, ein kleines bisschen mehr. Aber ich habe es dann auch gleich, wie gesagt, weggenommen, abgebrochen. Wir haben jetzt also keine weiteren Einnahmen mehr von der Kommune, die uns nicht mehr unter die Arme greifen kann. Und jetzt müssen wir wieder versuchen, auf eigenen Beinen hier zu stehen. Sehr, sehr schön. Die gute Butchern. So, dann schießen wir den mal los. Dann soll hier mal, glaube ich... Ja, nee, wir fahren ja noch weiter das Vorgewende. Wir haben den Automaten drin, beziehungsweise den Tempomaten. Und ich sag's mal so, als Hoftrecker ist das wirklich ein feines Teilchen. Aber wir haben da zum Beispiel vorne keine Zapfwelle, sondern feste Gewichte verbaut. Also ist das genau der richtige Trecker hier, um zu wenden und zu schwadern. Und vielleicht eben mit dem kleinen Anhänger auch mal zum Händler zu fahren, um dort eben dann auch Material einzukaufen. So. Dann fahren wir hier jetzt mal das zweite Vorgewende. Und ich sehe gerade wieder mal, dass wir wieder ein bisschen über die Zeit sind. So, also hier kleines Update von der Butchern. Ich hoffe, es war wieder mal interessant. Wir sind wieder hier voll und im Projekt mit drin. Unser Projekt am Deich. Mal wieder ein kleines bisschen was anderes als unsere beiden anderen Projekte. Galgenberg, die gute Map, die tolle Map vom Yogi, was wir ja hauptsächlich im Stream spielen. Und dann natürlich unsere Alpen-Map, wo wir jetzt dann zur 100. Folge kommen und wir Zuckerrohr ernten werden. Und häckseln, das steht dann da auch an. So, ich sage vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Bald wieder mehr von der Butchern in unserem Projekt am Deich. Ich bedanke mich, sage Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal.